gefährlich. Also die Meute und dann machen die Streckenposten keine gute Figur. Leicht angekokelt rennt da Pedro Dimis davon. Ein Defekt, der zu diesem Feuerunfall geführt hat, den das Team zu verantworten hat. Der Schnappring, der das Tankventil nach dem Abziehen des Benzinschlauchs wieder schließt, der war falsch montiert. Und deshalb fuhr der Brasilianer mit offenem Tankdeckel nach dem Boxenstopp los und stand dann ganz schnell in Flammen. Gott sei Dank, feuerfester Overall und Helm verhinderten Schlimmeres. Na, der Helm sieht übel aus und ein paar... Das nächste aus.